Ja, guten Abend, guten Morgen, guten Tag, liebe Freunde. Workshop Nummer 3, Audio-Tool, Workshop Nummer 3. Heute geht es um den Pulverisateur, das ist ein Synthesizer in Audio-Tool. Und es geht um den Sequencer, um die Timeline hier unten. Und dazu werde ich heute etwas erzählen, also fangen wir gleich an. Ich habe jetzt hier schon einen Vierspur-Mixer aufgezogen. Wir brauchen heute nicht den großen Mixer, weil wir eigentlich nur den Synthesizer vorstellen wollen, kennenlernen wollen. Und ich möchte ihn hier nicht wieder trocken durch die Gänge ziehen, sondern fange wieder an, erstmal ein Effektgerät hier einzuschleifen, beziehungsweise zwei. Ich werde jetzt hier erstmal wieder das beliebte Delay nehmen und hier einen Crusher. So. Und den Pulverisateur. Der wird aktiviert. Den Crusher mache ich erstmal aus. So, das ist manchmal, wenn das ein bisschen klein gestellt ist, ist das manchmal nicht so hundertprozentig einfach. Das Delay mache ich auch erstmal aus. Und wir gucken uns, bevor wir das hier mal ein paar Klänge erzeugen, den Pulverisateur einfach mal an. Eigentlich ein super Synthesizer. Hat also hier ein, zwei, drei Oszillatoren. Drei Oszillatoren mit Panregelung. Stereo-Panregelung. Mit einem Level-Poti jeweils, Lautstärke. Mit einer Fine-Tuning-Einstellung. So kann man die Oszillatoren gegeneinander verstimmen. Das bringt sehr schön Schwebung in die Klänge. Mit einem Oktav-Schalter, so können wir also auch den Klang fetter machen, wenn wir zum Beispiel Oszillator 2 eine Oktave tiefer stimmen, kommt mehr Bass rüber. Dann haben wir hier die Wellenwahlschalter. Es gibt verschiedene Wellenformen, ja, Sägezahn, Dreieckwelle, Pulswelle. Dann gibt es hier noch einen Noise-Generator, mit dem kann man halt Rauschen erzeugen und auch perkussionsähnliche Klänge mit geeigneter Hüllkurve erzeugen. Wir haben dann hier noch einen Audioeingang. Da können wir hier oben ein Audiosignal einschleifen, um das Audiosignal durch den instrumenteneigenen Filter zu schicken, den wir nämlich hier haben. Gleich davon rechts. Da sind nämlich die Modulatoren. Wir haben zum ersten den niedrig schwingenden Oszillator, der also bestimmte Abläufe modulieren kann, wie zum Beispiel eine Filterbewegung. Ja, mit verschiedenen Wellenformen kann er diesen Filter zum Beispiel in einer Sinuswelle langsam öffnen und schließen. Dann gibt es hier überhaupt die Filterhüllkurve, die den Filter beeinflusst. Die Verstärkerhüllkurve. Ja. Jeweils vierstufig, ein Volumenparameter und wir haben dann, ich müsste eigentlich meine Lesebrille aufziehen, habe ich vergessen, haben wir hier unten den Filter, ich habe eben Mist erzählt, das ist hier oben die Modulation und unter der Audio-In-Sektion sitzt das Filter. Ja. Wir können hier die Frequenz einstellen, die Cut-Off-Frequenz, die Resonanz, das ist also die Betonung der Eckfrequenz des Filters. Wir können hier einen Doppel-Low-Pass können wir hier einstellen und hier einen High-Pass-Low-Pass. Wir haben dann hier noch unten mehrere Keyboard-Following- und Spacing-Möglichkeiten. Und dann haben wir hier natürlich noch ein Glide, also das heißt auch manchmal Portamento bei manchen Synthesizern, eine Glide-Funktion. Und das ist der Synthesizer. Und natürlich geht es dann hier out in die Geräte, in die Effektgeräte, das Audio out und dann in den Synthesizer und in den Audio-Ausgang. Ja? Nun gut, wir können dann hier auch, wenn wir wollen, haben wir hier noch einen Noteneingang, also wir können mit einem Sequencer dem Synthesizer Noten entlocken. Ich will das aber heute mal auf einer anderen Schiene machen, und zwar
möchte ich euch heute hier den Sequenzer kurz zeigen, also nicht komplett, einfach mal nur in Ansätzen. Und deswegen werden wir heute ein paar Noten erzeugen in diesem Sequenzer, die dann den Synthesizer ansteuern. Wir haben schon gesehen, also als wir den Pulverisateur hineingezogen haben, hat sich im Sequenzer automatisch ein Track gebildet. Das ist sehr angenehm. Bei manchen Geräten macht er das. Und wir brauchen also jetzt nicht hier einen Track noch extra hinzufügen. Dann können wir sagen, die meisten Sachen im Sequenzer funktionieren über Doppelklick. Ja, wenn wir jetzt also hier was erzeugen möchten, eine Region erzeugen möchten, machen wir einfach einen Doppelklick. Ja? Und die können wir dann verschieben und auch aufziehen. Das kennen wir schon auch von den Audio-Geschichten. So, das können wir aufziehen. Und wenn wir da nochmal Doppelklick machen, können wir hier das auch aufziehen. Und wir sehen hier diese typische Piano-Roll. Ja? Ich ziehe das jetzt mal hier noch ein bisschen weiter nach oben. So, sehen wir hier diese typische Piano-Roll. Und können das hier auch noch vergrößern. Ja? Für so sehbehinderte Senioren wie mich ist das ganz gut. Und können dann ganz einfach, hier sehen wir auch C3, das ist also ein guter Ton, da setzen wir mal mit Doppelklick eine Note. Ja? Wir haben hier oben eingestellt ein Viertel, deswegen werden Viertelnoten erzeugt. Wir können natürlich auch andere Notenwerte hier wählen. Ich bleibe jetzt aber mal bei Viertelnoten, einfachheitshalber. Und werde jetzt hier in einer Schleife, die 4 Takte lang ist, das reicht heute auch für die kurze Demonstration, ein paar Noten setzen. Und dann hören wir uns das einfach mal an und gucken mal, was wir dem Pulverisateur für Klänge entlocken können. Ich habe jetzt hier ein C3, ich bleibe jetzt also jetzt hier mal einfach in einem C-Moll-Schema. C3, werde also jetzt hier erstmal ein paar Ecktöne setzen. Ein S, ein B und wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Was sage ich hier? B, ich habe hier voll Mist erzählt. Das ist ein Ass, ich gehe das hier mal rüber. Das ist ein B und wir nehmen ein G hier auf dem 4. Takt am Anfang. So, wir sehen also hier immer, wenn wir hier so eine Note setzen, kommt darüber so ein kleiner Pfeil. Ich werde jetzt hier mal nochmal ein Ass setzen. Kommt hier ein kleiner Pfeil und wenn wir den anklicken, können wir hier also noch reinzoomen in die Range. Ja. Das Ass nehme ich aber wieder raus. Einfach anklicken und dann mit Delete wieder rausnehmen. So, jetzt haben wir 4 Töne. Ist noch nichts Berauschendes. Ich spiele das mal ab. ...120er Tempo. Mache ich mal ein bisschen schneller. Können wir hier aufklicken und auch direkt was reinschreiben. Ich mache mal 140. Enter. Wir haben hier einen Viervierteltakt und so, jetzt haben wir erst 4 Töne. Ich gehe jetzt hier mal, mache mal jetzt hier noch ein bisschen mehr Action. Wir können natürlich auch mit dem Mausrad scrollen. Wir nehmen jetzt hier noch ein F rein. Und ein hoher Ton muss auch noch rein. Und zwar ein ziemlich hohes S. So, das ist jetzt können wir das hier wieder ein bisschen kleiner stellen, dass wir das alles sehen. Schließen das hier etwas. Halt, nicht so weit. So, dass der
Pulverisateur schön zu sehen ist. Wir brauchen jetzt auch hier rechts diese Toolbox nicht mehr. So ist ein bisschen bessere Übersicht. Und klicken hier mal rein und machen ein bisschen das Delay an. Ja. So, jetzt ist der hier auch steuerbar vom Audio. Der ist jetzt hier doch schon ganz gut im Level. So, nun wollen wir mal schauen. Den wieder ein bisschen reinzoomen hier. So. Wollen wir mal schauen, wie wir den Klang jetzt etwas beeinflussen können. Für mich wäre es toll, wenn er eigentlich noch ein bisschen größer wäre. Gut, wir haben jetzt, wo haben wir den Output hier? Ich mache den mal, drehen mal ein bisschen auf. Jetzt sehen wir hier, also alle Oszillatoren sind auf On geschaltet, der Noise-Generator auch und Audio-In auch, das brauchen wir jetzt aber nicht. Noise brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Dann haben wir hier, der ist also bei minus der zweiten Oktave, der ist auf Oktave 0, der ist auf Oktave minus 1. Wir gehen also jetzt hier mal noch eine Oktave tiefer und wollen jetzt hier das auf Sägezahn stellen. Mit dem Sägezahn können wir so ziemlich die aggressivsten Sounds erzeugen. Dann haben wir hier den Filter, das ist mal das formgebendste Instrument überhaupt bei Synthesizern. Wenn wir die Resonanz aufdrehen und dann an der Frequenz etwas arbeiten, bekommen wir diese typischen Sweeps, diese filterzwitschernden Geräusche. Aufdrehen, momentan ist der Lowpass angestellt. Ja. Also das Filter ist einer der formgebendsten Instrumente für den Synthesizer. Aber auch die Höhekurven sind wichtig. Wir haben jetzt hier eine Attack-Phase, eine Decay-Phase, eine Sustain-Phase und eine Release-Phase. Die Attack-Phase steuert quasi, wie schnell der Ton kommt. Also beim Klavier zum Beispiel, die Taste drücke, ist eine ganz schnelle Attack-Phase, der Ton ist sofort da. Das können wir hier ein bisschen verlangsamen. Und schon merken wir, der Sound ein bisschen weicher wird, weil er langsamer einsetzt. Sehr schöner Klang, finde ich. Ich würde das jetzt hier auch noch im Feedback, im Delay etwas verstärken. Da kommen wir zum Bildknopf, zum Crusher. Macht die ganze Sache natürlich sofort wesentlich heftiger. Nun können wir sind momentan auf dem modernen 24-Bit-Modus, können wir die Sache hier ein bisschen runterregeln. Und da haben wir einen richtig schönen alten SID-Station 8-Bit-Klang. Mal A und B-Vergleich. Also der Crusher wird mein Freund, das weiß ich jetzt schon. Also irgendwie muss ich mich da noch ein bisschen anfreunden. So. Ja. Wir können jetzt hier auch noch den Filter, das ist die Filterhörkurve hier. Und da können wir auch noch ein bisschen den Filter zum Beispiel etwas später einsetzen lassen. Oder früher. Ja.
Momentan sind auch noch alle drei Oszillatoren quasi nicht verstimmt. Doch, sie sind ein wenig verstimmt. Das ist hier doch etwas fummelig, die Einstellung. Ja, und wenn wir jetzt hier die LFO als Steuerung einsetzen wollen, wir gehen jetzt hier mal auf die Sinuswelle, die ist ganz links. Sehen wir, macht er schon hier eine ganz schöne Sache, weil wir hier den Oszillator 1, Oszillator 2 modulieren. Das wollen wir jetzt aber nicht, wir wollen jetzt nur den Filter modulieren. Ja? So, das ist die Sinuswelle. Ich verspreche euch, den nächsten Workshop mache ich mit Lesebrille. Hier haben wir jetzt also mit der Sinuswelle den Filter beeinflussen. Das können wir natürlich auch verlangsamen und auch. Momentan ist das gesynkt mit dem Beat. Wenn wir das ausstellen. Ja, steuert das schön langsam den Filter. Das können wir natürlich hier auch hochdrehen, bis wir quasi so einen neuen Klang bekommen. Desto schneller die LFO-Rate ist, desto schneller ist natürlich die Beeinflussung und es entsteht quasi ein neuer Klang. Richtig schmutziger Sound. Gut, Pulverisateur heute Abend im Workshop Nummer 3 und ein paar Basics hier zu dem Sequenzer. Da werde ich aber noch einen extra Teil machen, wo ich noch mehr erklären werde. Und im vierten Workshop werden wir dann halt auch einen Song, den ich schon ein bisschen vorbereitet habe, mal einfach abspeichern und mal veröffentlichen. Für heute Abend soll es das gewesen sein. Pulverisateur. Bitcrusher, bisschen nochmal hier unten schon mal angeschaut, den Sequencer. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns, hören uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.